Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never. Und wir haben diesmal auch mal andere Leute dabei. Warte, ich rede voll schnell. Kubi! Nee, gar nicht. Nein. Okay, dann nicht. Und nicht. Kubis Freundin ist auch dabei, aber die kann leider nicht mitzocken, weil sie Never nicht hat. Aber die labert halt im Hintergrund mit ein wenig, ne? Ja. Okay, lass drauf, wenn wir. Ruthless Messiah, AP Southeast 1, ne? Ja. Oder halt umgekehrt gesagt. Connect. So, jetzt muss ich gleich den Sound wieder leiser stellen. Nicht mal direkt lauter stellen, Alter. Wie immer. Ich muss den immer auf 0,3 oder sowas stellen. So. Das ist so mega laut am Anfang. Ja, ja. Du bist doch gerade eben verreckt, ne? Ja, ich bin verreckt. Dann respawn ich nicht in der Safe Zone, sondern worldwide, in dem. Aber in der Safe Zone könnte ich mir direkt Stuff holen, weil ich habe ja noch einiges. Leise stellen. So, play. Ja, ich bin halt nicht in der Safe Zone, Oh, warte mal, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Bist du weit weg? Boah, Alter, ich bin schon wieder irgendwo am Arsch der Welt. Willst... Ich hab mein... Boah, das ist jetzt unfair. Ah, nee, das ist doch nicht unfair. Ich hab meine Päckchen nicht behalten. Ja, gut, dann ist mir eigentlich auch egal. Ich bin... Wo bist du? Museum Outpost. Dann kannst du dich doch in der Safe Zone, Ja, genau, das ist doch total nah. Dann lauf ich zu dir rüber. Oh, scheiße, bei mir ist Safe Zone under Attack. Ja, hammer geil. Ich equip mich dann mal in der Zeit. Ja, ich denke, ich laufe einfach zu dir rüber. Ich habe einen Katana. Ja, komm rüber. Ich habe. Oh, Alter. Ja, komm, ich bin eigentlich instant gefickt, weil es ist Safe Zone under Attack noch für 20 Minuten. Ja, renn halt her. Das kannst du vergessen, ey. Hast du schon mal einen Golem? Ah, nee, du hast noch nicht viel gespielt, ne? Ja. Ja. Profi. Hast du schon einen Golem gesehen? Ja. Die sind nicht toll. Ja, die habe ich getötet. Ja, ja. Shotgun 9 Schüsse. Nur 9 Schüsse. Okay. So, ja, dann renne ich mal zu dir rüber. Ja, ich equip. Aber ich glaube, ich bin so peinlich. Also ich habe 20 Geld, aber dafür 3.500 XP. Ich habe in der letzten Aufnahme mein XP mit meinem Geld verwechselt. Und bin dann erstmal reichlich einkaufen gegangen, hab mich gewundert, wieso das Geld nicht runtergeht, obwohl mein Geld eigentlich voll runtergegangen ist. Aber mein XP halt kein Stück. Wunderbar. Erstmal kurz ein Shrieker hinter mir. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die greifen dich nicht an, wenn du sie vorher triffst. Jeremy? Okay. Ja, ich höre dich. Ah, okay. Also wenn du die vorher schlägst, bevor sie dich treffen können, oder die teleportieren sich ja immer, ne? Ja. Wenn du sie triffst, also irgendwie schlägst, bevor sie dich eben schlagen, nach dem Teleport nach... Oh, da ist wieder einer. Dann machen die dir nichts mehr. Ah, okay. So. Ja, ich habe zum Beispiel 2 Stück getötet und habe keine einzige Damage kassiert. Oh, fuck. Oh, nee. Komm mal, da kann ich gleich aufgeben. Ich habe ein Fliegeviech neben mir. Renn doch! Wo rennt der nicht? Ich versuch dir mal in nee, ich der Zwischenzeit eine Freundschaftsanfrage zu kriegen. Stirbst jetzt nicht? Kannst du doch, nichts. Ich werd richtig geil sterben. Nein! Ich hab einen Fliegenden über mir. Ich kann nichts machen. Renn halt. Ich kann nichts machen, ich hab keine Auswahl. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ich bin jetzt gerade eben verreckt. Play. Safe Zone. Also. Ich muss so schnell wie möglich zum Museum Outpost. Ach, bist verreckt? Ja, ich bin... Alter, das Viech, das killt dich instant. Okay, du kannst dem kein Damage machen, weil ich hatte eine Nahkampfwaffe. Ja. Und ja, ich konnte halt kein Damage machen, war. Okay, dann kommt da zu der Stelle, wo das Global Inventory ist. Global Inventory. Ja. Ich stehe hier. Kannst du mir einen Katana geben? Die kosten nicht so viel. Dann machen wir, leider einen Scheiß auf mein Zeug, dann machen wir erstmal eine Delivery Mission. Ja, gut. Gut. Dann kaufe ich kurz einen Katana. Ich suche gerade mal. Boah, Alter. Ist das Richtung... Ich komme in der normalen Safe Zone sowas von nicht klar. Du bist ja in der Riverside Safe Zone, ne? Nee, ja. Mal, das ist... Doch. Ja, nee, Lakeside. Das ist die Standard Safe Zone. Das spawnst du ja immer. Mhm. Bist du schon einem Tribe gejoint? Nee, du? Ja. Welchen? Sons of the Apocalypse. Okay, da wollte ich nämlich noch warten, damit wir im gleichen sind. Dann mache ich das mal direkt. Alter, ernsthaft, ich finde gerade diesen... Ach verdammt, ich bin gerade in der Nebenstraße. Ja, hammer geil.
Ah ja, was auch, glaube ich, auch noch nicht weiß, ist, ich habe durch... Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja, da bist du, Sota, Coopside. Guck mal hinter dir. Hi. Hey. Warte, ich droppe dir direkt mal das Scheißding. Jo, Schusswaffe hast du, ne? Ja, siehst du doch. Gut. Oh, da ist noch einer. Hast du's? Ich hab's nicht. Jetzt hat der Hurensohn das. Alter, wenn der hier rausgeht, ich schieße ihn über den Haufen, Alter. Wie schreibe ich? Enter drücken. Was ein Mongo, weißt du, so fängt eine Aufnahme an. Alter, ohne Witz, wenn der hier rausgeht, ich schieße ihn über den Haufen, ey, ohne Witz. Hat der eine Macke oder was? Alter, du dummer Hurensohn, klopft du so scheiße. Ich mach mir mal einen geilen kleinen Dingsmesser am Arsch, ey. Boah, weißt du, kommt da sofort und klaut die Scheiße. Oh oh. Scheiße. Ich kann mich am Arsch lecken mit seiner Schrotze. Ich spawn hier wieder und mach den kaputt. Lass mal lieber gehen. Ja komm, ich kauf den Katana einfach. Fick dir hin, ey. Was, Alter, ohne Witz. Was, ein Team Boris, wenn ich nochmal einen von denen sehe, ich knall alle ab. Sie merken, der aber heißt W mit Nachnamen. Wie können wir hier jetzt in ein Team gehen? Das raff ich gerade nicht. Wir sind in einem... Es gibt keine Gruppen. Es ist einfach Kumpel und so. Weil... Oder guck mal auf Social, ob da bei Invite to other groups was steht. Ah, warte mal da. Bei... Accept. Ja, jetzt ja, nice. Jetzt sehen wir uns nämlich auf der Karte. Ja? Ja. Oh, okay. Ja, komm, dann fick die Henne, dann soll der... Oder warte mal, jetzt steht gerade niemand da. Wenn nicht, kannst du einen zweiten, blöderweise, ne? Kannst du einen zweiten holen oder sollen wir einfach erst einfach eine Delivery Mission machen, danach hole ich mir vor dem Geld dann einfach was. Ja, lass mal machen. Okay. Dann gehen wir mal kurz Päckchen holen, da hinten sind welche. Ja, Päckchen holen. Yeah. Also ich habe 23 Schuss, das ist eigentlich relativ erstmal gut. Ich denke mal, wir finden noch relativ schnell 23 was. Schuss? Ich hatte mal diese eine Waffe da, die Klebewaffe mit den Klebedingern. Verdammt, Nagelpistole. Ah. Und die ging richtig geil ab. Da habe ich meinen ersten, keine Ahnung, wie viele Kills das waren. Das ging einfach so megamäßig ab. Obwohl, nee, kannst du mir doch einen Katana holen? Dann hole ich dir irgendwann mal was anderes, wenn ich was brauche. Weil der macht halt eiskalt doppelt so viel Damage wie das Schwert. Ich hab halt die geile Axt hier. Ja, die Axt ist auch gut. Oder lass mal gucken, irgendwas, was halt ähnlich so viel Damage macht. Weil jetzt habe ich 200 Damage mit einem Schlag und das ist halt echt wenig. Mal mit I kann man noch ins Global-Ding gehen, ne? Immer noch nicht? Okay. Ne, muss oben stehen erst. Ja, mich kotzt es halt voll oft an, dass diese Leute, weißt du, die trauen sich halt mega wenig. Ja, generell, die sind auch überhaupt nicht friendly, Alter. Das sind alles Player-Killer. Ja, alle, die ich vorhin gesehen habe, die haben sofort auf mich geschossen, Alter. Das ist zum Kack. Okay, warte. Jetzt machen wir den Fehler nicht nochmal. Nee, warte, nimm kein Katana. Nimm kein Katana. Ich guck grad, vielleicht gibt's was Praktischeres. Machete ist vielleicht auch nicht schlecht. Na was? Ja, nee, wenn dann die Battle Axt. Also wenn entweder oh. Ja, wenn dann die Battle Axt, die zieht nämlich fürs wenigste Geld am meisten. Okay, willst du? Ja, komm, hau raus. Steht hier gerade jemand? Der eine, aber der guckt nicht zu uns. Okay, ich hab gedroppt, schnell. Gib her. Sehr gut. So, equip. Ich hätte auch noch 3 Schrotzen, aber ich habe keine Muni. 3 Schrotzen? Alter, habe ich eine Axt in der Hand? Ja, habe ich. Sah gerade megamäßig nicht so aus. Gut, dann lass das Päckchen suchen, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen, ne? Ja. Das Päckchen. Hier ist noch eins. Ah ja, genau. Was ich noch erklären wollte ist, hast du mit den Rucksäcken schon gepeilt, wie das verläuft mit denen? Was genau? Guck mal, mach mal dein Inventar auf. Und hast du da so Size Limit und ja. Gewicht. Na? Das habe ich schon gerafft. Genau, und das Gewicht, du kannst also mehr tragen, wenn du den Strength levelst. Hm.
So, ich hab 2 Stück für Museum Outpost. Das heißt, wir müssen jetzt Päckchen für Museum nehmen. Suchen. Okay, ich müsste einmal Riverside und ich habe auch nur ein Päckchen. Ja, dann suchen wir weiter, ob wir noch eins für Museum finden. Ich gehe mal kurz hoch hier gucken, vielleicht ist da auch was. Such einfach irgendwo hier, da findest du immer so kleine Escort-Päckchen. Ja, lass auch am besten mal nicht zu viel sprinten wegen Essen. Das ist eigentlich weniger wichtig. Also bei mir auf jeden Fall. Aber du kannst halt Essen einfach easy kaufen, fand ich. Ja gut, ich habe auch 5 Crunchy Bands, aber... Gefunden oder gekauft? Und... Okay. Ich war halt ein bisschen looten. Ja, ist nicht schlecht. Auch ziemlich gut in dem neuen Gebiet, also in diesem sumpfigen, habe ich sau viel Loot gefunden. Meinst du links? Da, das ganze Links-Dings, da? Ja. Das ist die Außenwelt. Das ist nicht neues Gebiet. Doch, das war, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, mit dem Key, den ich hatte, noch nicht freigegeben. Ach so, okay. Deswegen ist das halt für mich neu. Ah, okay. Ja, das ist die Außenwelt, da findest du aber mega viel Loot. Das ja, ist mega auf den Dächern, also da konnte ich ein Päckchen nach dem anderen öffnen, das war total geil. Ich hab da, glaube ich, mein allererstes Päckchen gefunden, direkt 2 Waffen. Ja. Also 2 fertige, da musst du aber Glück haben, weil ich hab... Das war das einzige Mal, wo ich wirklich eine fertige Waffe gefunden habe und sonst nie wieder. Wollen wir los? Hast du ein Päckchen für Museum Outpost? Nee, aber... Ich würde halt gerne noch ein Päckchen für ein Museum finden, weißt du, dann können wir schon die richtige, die Maximum, Scheiße da mitschleppen. Da ist ein Päckchen. Ja. Päckchen. 2 Päckchen hier. Oh, gib her. Wo? Warte. Ich habe 1 aufgenommen. Lass mal vielleicht absprechen, was passiert, wenn wir Spieler sehen. Was? Was wir machen? Wenn, ja, was wir dann da machen. Töten. Direkt töten? Ja, töten. Ich hab's nicht verdient. Okay. So, ich habe jetzt... Ich habe jetzt Riverside und Westview, aber Westview... Ich habe hier ein Riverside-Päckchen. Ja, Riverside habe ich auch. Ich guck grad mal. Hast du auch ein Riverside-Päckchen? Ich habe ja noch ein Westview-Päckchen. Weil wenn wir jetzt, ja gut, dann machen wir es so. Ich habe jetzt hier zwei Westview-Päckchen und 2 Riverside-Päckchen. Wie viele Riverside-Päckchen hast du? Ich habe ein Riverside und 2 Westview. Okay. Okay, dann lass mal alles ablatschen jetzt. Also ich würde jetzt zwei Riverside tragen. Too heavy, scheiße. Ja, du kannst nur 2 Stück tragen. Nee, aber das ist Westview. Ja, hinwerfen. So, dann hau ich. Ungut. Riverside raus. Warte mal, wie viele Westview-Päckchen hast du? hättest du? 2. Ja gut, dann gehen wir nach Westview. Ich habe auch 2. Gut, dann ich seh dich. Ist aber halt quasi am anderen Ende, ne? M drücken. Wo ist Westview? Westview Outpost, Alter. Oben. Puh, dann lass so machen, komm, ich nehm die Riverside-Päckchen auch mit. Oder ich nehm Riverside-Päckchen mit, dann gehen wir nach Riverside. Und von Riverside dann zu Westview. Ja, machen. Da Riverside habe ich. Ich weiß es nicht. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus gleich. Wenn Attack Will Happen da steht, willst du nicht hier drin stehen. Ich weiß. Okay, warst du schon mal hier drin, als eine Attacke war? Nee, aber... Das ist schlimm. Ich hab's in einem Let's Play gesehen. Das ist mega schlimm. In meinem? Nein, natürlich nicht. Oh. Als ob, Alter. Gut, also, lass jetzt mal losgehen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, aber es ist auf jeden Fall schlimm. Go. Riverside, Westview. Gut, ich habe einen Riverside, einen Westview. Komm, das passt. Wo müssen wir lang? Ja, geradeaus. Da, geradeaus. Welches Level bist du? Alter! Du bist auch Level 1, gell? Ja. Alter. Wollen wir denen hinterhergehen und die alle einfach über den Haufen wamsen? Die haben Waffen. Nee, lass mal nicht. Geh mal andere Seite raus, Alter, das ist gefährlich. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht entdecken, ne? Die laufen nicht Alter, da lang, wo wir lang laufen. Schnell. Die laufen woanders lang. Ja, trotzdem, vielleicht spotten sie uns. Wir sind noch in der Safe Zone, also. Ja, ist halt immer gefährlich, weißt du, jetzt halt wirklich, ich war mal freundlich zu anderen Spielern. 5 Minuten später wurde ich umgeballert. So, jetzt sind wir nicht mehr protected. Guck, dass du, im Notfall. So, jetzt sind wir nicht mehr protected. Weil sonst ziehen wir auch zu viel Aufmerksamkeit von Viechern. Das kannst du ändern ab einem bestimmten Ding.
Mhm. Auf einem bestimmten Level kannst du das dann halt, warm machen, dass du dann leise rennst. Das ist bei Health irgendwie so, bei irgendeinem Teil, das ist, steht das drinnen dann. Wollen wir ein bisschen looten, immer mal überall durch? Wir können ja durch die untersten Etagen durchgehen, da müssen wir nicht so auf der Straße laufen. Guck seitlich immer rein. Ich glaube immer schön, schön geradeaus. Ah ja, genau, ein Teil noch. Das habe ich auch erst rausgefunden, nachdem ich es getestet habe und mega Schiss hatte. Oh, ist ein anderer. Was? Ich hab ihn gekillt, hier im Haus. Nice. Alter. Ich habe sein Geld geklaut. Da ist ein Viech. Fuck. Machst du das? Hab's gekillt. Oh, okay. Da ist ein Golem. Da ist ein Golem. Weg hier. Das rennen, oder? Warte, der kommt nicht rein. Oh, da hinten kommt auch ein Vieh. Ich loot noch. Achtung! Golem. Drin? Ja. Komm, lass den weg. Lass den wegballern. Ich renn dir hinterher. Ich hab nur noch 5 Schuss, Alter. Alter, macht Damage. Oh, jetzt noch ein anderes Vieh. Warte, pass auf. Hinter dir. Hab Golem gekillt. Pass auf, nicht mich angreifen, okay? Guck immer hinter dir, die spawnen oft hinter dir. Okay, Alter. Der Golem hat echt nichts ausgehalten, muss ich echt sagen. Ich hab noch 2 Schüsse, yay! Hast du Golem auch angeschossen? Ja, klar. Okay, ja klar. Ich hab den wirklich im Nahkampf so bam 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 so Maximum gegeben, wie es nur ging. Hier noch 9 Millionen. Lass einfach erstmal alles mitnehmen. Ja, einfach mitnehmen. Smoke Grenades. Ja, Kaugummis und sowas kannst du, ganz weit weg, kannst du die umtauschen gegen Geld. Ja, weiß ich schon. Voll geil. Wusste ich nicht. Ah, ich kann mir eine Pistole machen. Alter, weißt du, ich hab hier solche Bone Slugs, ne? Und da steht einfach nur da, Ammo for Heartburner. Kennst du die Waffe? Was für ein Teil? Heartburner. nee, aber kannst du gucken, irgendwann mal. Stimmt, total geil. Ich friss gerade alle Scheiße in mich rein, damit mein Leben sich regeneriert. Ah, ich hab Painkiller genommen. Alter, geil, 300 Leben mehr. Gut, dann würde ich sagen, alles geradeaus, wa? Aber nice, dass du den gekillt hast, ey. Ziemlich gut. Aber wir waren trotzdem relativ schlecht. Ich hab noch 2 Schuss, Alter. Wir müssen echt mehr aufpassen. Ja, ich würde Waffen halt, also Schusswaffen halt echt nur. Ja, ich bin halt so einer, der solange er noch schießen kann, dass er erstmal schießt. Ja, klar, ich auch. Ich meine, ist auch ein bisschen Muni für den Typen draufgegangen, ne? Ich würde sowieso automatisch immer schießen. Weil sonst benutzt du die Schusswaffen halt echt nicht. Da hinten kannst du looten. Nee, da, in dem Wagen sind oft Päckchen drin, die du looten kannst. Ja. So, ich guck mal kurz rein. Alter, chill mal. Ist nix. Ne, hier musst du echt schnell sein, weißt du? Wenn natürlich Gegner da sind, ne? Dann sofort ducken und hier. Stehst du hinter mir? Okay. Warte mal, ich schimm mich mal kurz hier hin. Ja. Und so. Wir blocken. Oh, was ist das denn? Travel Bag. Ich hab einen Travel Rucksack. Wollen wir runter gehen? Meinst du? Können wir machen, das ist cool da unten. Ist halt nicht lang, schlechte aber... Schlechte Erfahrung hier unten. Hier ist nichts, also es geht da gleich wieder hoch. Ja. Okay, warte mal, ich muss doch kurz, Einer hat mich gesehen. Lass hier schnell zurückgehen. Können wir uns eigentlich gegenseitig killen, jetzt wo wir im Team sind? Ja, können wir. Warte mal, weiß ich nicht. Ich würde es nicht drauf anlegen. Mal ausprobieren. Mama, ich guck mal gerade. Irgendwo Loot? Strength und Stamina mach ich, level ich gerade mal. Ich weiß nicht, ob hier Loot ist. Ich gehe mal kurz langsam hoch und guck kurz, okay? Mhm. Es kann halt sein, dass ein anderer Spieler war, der die Aufmerksamkeit erregt hat. So assi. Okay. Never benutzt extra
Surround Sound. Also, warte, das heißt, da ist ein Dings. Zu roten Pfeil, Laser. Weiß noch nicht die Namen von den ganzen. Die orangenen? Nee, die Viecher, bei denen die Augen rot leuchten. Ah, da hinten ist einer, okay. Ja, erinnere mich irgendwie an Warframe. Ja. Der hat uns zum Glück nicht gesehen. Nee, wie hieß denn mal? Spucker oder sowas. Alter, warte, ich höre, glaube ich, einen Golem. Ich höre irgendwas Dickes. Golem kannst du eigentlich vorbeilaufen. Der macht dir oft eigentlich wenig. Also man kann im Spiel schon chillig rumlaufen und so. Auf jeden Fall. Mache ich eigentlich auch immer. Aber was wichtig ist, das halt nervt, weil du kannst halt nicht, einfach irgendwo lang rennen. Aber wo sind wir denn eigentlich? Ich renne eigentlich nur im Notfall. Wir müssen... Hier links abbiegen gleich. Links? Rechts, wenn dann? Nee, links. Ach nee, wird's Riverside erst. Erstmal Riverside. Ach so, okay. Ja, oder wir machen direkt Westview. Da hätten wir erstmal mehr von. Ja, komm, dann lass dir erstmal zu Westview gehen. Warte kurz, ich geh kurz in die Bahn. Ich geh kurz hier ins Häuschen rein. Ja, ich habe jetzt einmal Westview. Ja, ich habe einmal Westview. Reaper survived. Schade. Ich hab habe ich einen gesehen. Das war ein Watcher. Ja. Schon mal irgendwas von dem gehört? Was ist ein Reaper? Ich habe keine Ahnung, was ein Reaper ist. Ich will es aber auch nicht wissen. Nee, auf jeden Fall sind das so Bosse immer, das weiß ich. Ja, was auch geil ist, wenn Loot gedroppt wird. Aber wenn wir hier lang laufen, dann ist da eine Ding. Wie heißt das? Übrigens, es gibt auch Skelette, lebende Skelette hier. Habe ich auch schon gesehen. Aber wollte ich nicht gegen kämpfen. Was? Ja. Die gruppieren sich dann an und dann. Ich bin da im Museum-Outpost mal gewesen. Und habe da so eine Gruppe gesehen gehabt. Alter, ich habe mir gedacht so, fick die Hennerl, ich will da nicht lang. Können wir das Auto hier vorne looten? Ja, ne? Ja. Ja. Crunchy Benz, hammergeil, danke. Hey, du hast ja 5 Stück, ich hab nur eins. Ja. Wenn wir bei dem Westview Ding sind, dann mach ich mir erstmal eine Pistole bei Vlad seinem Shop. Na, ich hol mir auch erstmal wieder eine aus dem Inventory. Ich glaube, ich habe keine Muni dafür, scheiße. Ich hab genug. Ja? Ja, ich kann mir auch Muni sonst tauschen, indem ich einfach Viecher töte. Du kannst ja auch mega die Waffen machen, indem du einfach nur Viecher slayst. Ja. Total geil. So, wir müssen 4 Straßen geradeaus und dann 3 Straßen geradeaus und dann links. Also Kreuzungen halt. Ja, es ist eigentlich immer richtig chillig hier so, was heißt, was auch Monster angeht. Weil ich hab zum Beispiel keine Angst mehr vor Shriekern oder so. Außer wenn es 2 oder mehr sind. Weil dann kannst du sie nicht mehr blocken. Ich spiele das Spiel eigentlich auch einfach nur, um halt die Viecher zu killen, was einfach total Bock. Oh, guck mal hier! Alter! Wo? Ist jemand verreckt? Alter, ich seh's nicht. Scheiße. Liegt. Wo? Ah, drin im Haus. Liegt noch so ein Sewing Kit, ich weiß nicht, ob du das aufheben willst. Kann man tauschen. Small Backpack. Nimm ich mal mit. Auf jeden Fall bin ich schon ziemlich beeinträchtigt wegen dieser. Aber weißt du, was geil ist? Shovel, weißt du, für was du die brauchst? Nee. Für einen Sniper. Hä? Ja, für einen selbst zusammengeklebten Sniper brauchst du die Schaufel. Habe ich heute rausgefunden. Echt? Ja, weißt du wieso? Ein Sniper nee. Die sind ja mal so, ich sag mal, mit einem langen Ding hinten dran, wo du den abstürzen kannst, damit halt der Rückstoß nicht so arg, damit du den Rückstoß abfangen kannst, ne? Ja. Das ist der Teil der Schaufel. Geil. Der Griff.